Und heute wird er geehrt mit der goldenen Henne für sein Lebenswerk. Und die geht an Gunther Emmerlich. Gunther, jetzt kennst du es ja gar nicht anders. Ich wollte jetzt gerade fragen, was denkst du eigentlich, was ist schöner für einen Lebenswerkpreisträger, wenn er es weiß vorher und sich dann tagelang, wochenlang darauf vorbereiten kann auf diesen Moment, oder so, wie es jetzt bei dir eben war, überrascht zu werden? Also, ihr hättet wenigstens meinen Kardiologen was sagen können, damit der mich vorwarnt. Ich bin also, mein Herz schlägt ziemlich weit oben. Es schlägt nämlich schon seit 3 Tagen. Ich hatte vorgestern Geburtstag und da hat man mich Moment, schon... Moment, du musst eine Pause machen an der Stelle. Da hat man mich schon derartig hoch leben lassen, dass ich immer noch fliege. Und nun bin ich hier und erfahre dieses. Und das Erstaunlichste ist wirklich, dass ihr dicht gehalten habt. Alle, ich habe mit Eva noch, sie hat mir zum Geburtstag angerufen, du hättest doch mal einen Tipp geben können, einen kleinen wenigstens. Ich bin völlig unvorbereitet, ich krame jetzt bestenfalls mal in meinem Hinterkopf und da fällt mir zur Henne Folgendes ein, den Körner alle Hühner kennen als Lieblingsdichter kühner Hennen. Das Streitgefecht um Heine, Körner, zum Kampfe riefen keine Hörner, weil Hühner keine Hörner kennen, entschieden klar für Körner, Hennen. Das ist die alte Schule, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt keine Körner zu mir nehmen, aber vielleicht da vorn anschließend mit dir ein Korn. Warum nicht? Warum nicht? Und wir müssen ja jetzt zu einem kommen, denn du bekommst ja die goldene Henne und die sollst du natürlich jetzt eben auch erhalten. Die fehlt uns hier noch, aber die kommt jetzt zu uns auf die Bühne. Und ich glaube, ein Mann, der darf jetzt hier in diesem Moment auch nicht fehlen. Ich ahne, ich ahne etwas, ja. Du ahnst es. Mein eigentlicher Fan. Ja, dein großer Fan, der Beutelgermane, meine Damen und Herren. Ja, hier ist Wolfgang Stumpf, guten Abend. Herr Emmerlich, nicht, dass Sie jetzt hier denken, hier drin ist ein Schokoladenmädchen. Nein, hier ist Ihre goldene Henne. Die ist ja noch so elegant, das ist ja die neue. Ne? Ich habe ja bloß die alte. Ne? Aber die dafür fünf davon. Die ist elegant. Davon, ne? Wunderbar ist die, ne? Aber in dem alten Beutel. Herr Emmerlich, kennen Sie den Beutel noch? Der ist über 30 Jahre alt. Der ist noch einer der ersten Schokoladen. Wir waren damals mit dem Stoffbeutel schon Vorkämpfer für die Umwelt. Ne? Genau. Ja. Ab morgen, Herr Emmerlich, nach dem Freigeh werden wir morgen wahrscheinlich alle Beutelgermanen. Herr Emmerlich, die ist ja so elegant. Ich habe ja nur die alte. Eigentlich wollte ich heimlich hier hinten, wenn Sie die heute nicht gekriegt hätten, hätten Sie eine von mir gekriegt. Ne? Aber wollte ich die umtauschen. Ne? Aber der Umtauschkurs, der war 2-1. 2 alte gegen eine neue. Nee, das wollte ich nicht machen, Herr Emmerlich. Herr Emmerlich, wissen Sie, Sie haben ja auch das Glück jetzt gerade, weil Sie die Henne kriegen, dass ja fast ganz Deutschland zuschaut. Ne? Da ist der RBB, da ist der MDR, die Vereinigung mit den dritten Programms, Enter, NDR. Wo ist denn die Kamera? Mensch, die NDR-Leute, Mensch, die tun mir ja richtig leid. Also oben in Schleswig-Holstein, da oben im Westen, ne? Die mussten 30 Jahre warten, dass die endlich mal das Ostfernsehen sehen können. Also wirklich, wahr, tut mir wirklich leid. Ne? Also das tut mir leid. Ne? Herr Emmerlich, wenn wir jetzt, mein lieber Gunther, ich als dein Fan, dir jetzt diese Henne für dein Lebenswerk übergebe, wir beide, gebe ich dir auch den Beutel mit, den historischen Beutel. Denn was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Und das wird diese Henne sein, die ich dir wirklich mit großem Stolz übergebe, dass ich das sein darf. Und ich darf das im Namen von Millionen Zuschauern machen für dein Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch, Gunther Emmerlich. Ich bin wirklich sowas von gerührt, das ist gar nicht. Ach, okay.
Vielen Dank für die Schöne, Herr Labbadt. Ich muss sagen, der Beutel ist geblieben, die Frisur bei dir zum Glück nicht. Nein, ja? Nein. Ja? Das Unglaublichste an der ganzen Geschichte ist, ich bin ja ein Mensch, der normalerweise so Veranstaltungen vorbereitet kommt. Du hast dich auch wunderbar vorbereitet. Über dich hat noch keiner heute Abend was gesagt. Ich möchte dich mal loben, wie großartig du das moderierst. Du hättest eigentlich auch die Henne verdient, aber da musst du eben erst mal 75 werden. Das habe ich noch vor. Ja, gut, okay. Also ich bedanke mich von ganzem Herzen, wer auch immer diese Idee hatte, mir die Henne heute zu überreichen. Es war eine gute Idee. Danke. Lilia Bunker-Herrlich, Wolfgang Eferlind, vielen Dank. Nein, du bleibst bei uns, genauso wie ihr. Es gibt nämlich jetzt nochmal einen Riesenapplaus für unseren Preisträger Lebenswerk, für Gunther Emmerlich, meine Damen und Herren. Das ist lustig.